Servus und hallo zum neuen Spotlight. Hab wieder was Schönes herausgesucht. Im Videotitel und Thumbnail steht's ja schon, Forest Runner. Der komplette Name von dem Teil ist Coaster DLC Forest Runner Spooky Werewolf Floorless Coaster. Ich sag einfach Forest Runner. Und das Ganze wurde zusammengebaut von Games for Tom. Und dann schauen wir mal. Forest Runner. So. Auch wieder ohne Toolmaker-Teile. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Haben wir eine Hide Me, See Me, irgendwas Platte? Haben wir bestimmt. Floating. Floating? Gehört's verbuddelt? Gehört's nicht verbuddelt? Man weiß es nicht. Da ist eine Platte, die... Wenn ich die verbuddel, das sieht komisch aus. Floating heißt ja eigentlich schwebend oder so. Aber warum machen wir das so? Das ist einfach... Das bringt einfach nichts. Sorry, aber die Platzierungshilfe ist irgendwie nicht so wirklich brauchbar. Besser wäre zwei Platten hinbauen, einmal See Me und einmal Hide Me. Oder bin ich die jetzt verbuddelt? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt mal so, wie ich denke. Ich habe mich jetzt hier dran orientiert und an den Blumenkästen. Wenn irgendwas verbuddelt ist oder so, sorry. So, schauen wir uns das Teil mal kurz von außen an. Ja, es heißt Forest Runner und wir haben Wald. Viel Wald und Wurzelwerk. Gut, machen wir uns auf die Suche nach dem Eingang. Meistens beim Schild. Forest Runner. Hier rum. Hier rein. Wahrscheinlich Custom-Objekte hier drinnen, die ich nicht runterlade. Hier rauf vielleicht. Und dann sind wir beim Ausgang. Sehr gut. Okay. Ich habe jetzt irgendwie... Wo ist der Eingang? Ah, hier. Okay. Ich bin irgendwie komplett falsch gegangen. So. Dann fahren wir mal damit. Testen. Reinsetzen. Pause raus. Lifthill ist... Boah, Geschwindigkeit passt schon. Bisschen abrupt liegt die ganze Angelegenheit. Die Bäume sind sehr, sehr, sehr nah. Geschwindigkeit, ich weiß es auch nicht. Was denken ihr von der Geschwindigkeit? So, und dann abgebremst und wieder rein. So, okay. Dann fahren wir gleich in der Nacht. 22 Uhr. Stopp, testen, einsetzen. So, schauen wir mal, was die Beleuchtung macht.
Ah ja, sehr schön war sie bis jetzt zu sie. Das war ein bisschen heftig. Oh, Auslöser, sehr schöne Auslöser. Der Baum muss man nur näher anziehen. Beleuchtung gefällt mir sehr gut. Also Beleuchtung gefällt mir sehr gut. Die Szenerie ist passend, heißt Forest Runner das Ding und ist Wald. Der Coaster an sich, muss ich leider so sagen, gefällt mir jetzt nicht so gut, weil er doch sehr ruckelig ist. Schauen wir hier nochmal Beleuchtung. Sehr cool. Hier war der Baum. Ja. Der ist auch sehr cool gemacht. Ketten hat er da verwendet. Sehr schön. Den sieht man halt leider nur sehr kurz, wenn man dran vorbeidonnert. Aber nur ein zweiter irgendwo. Oder ist man an dem zweimal vorbeigefahren? Ach, hier fährt man zweimal. Na doch, es sind zwei. Sag ich doch. Beleuchtung, ja, passt. Einzig, einfach nochmal mit dem Glättungstool über die komplette Bahn gehen. Und dann wird es schon. Und Geschwindigkeit, ich weiß es nicht, ob die nicht ein bisschen hoch ist. Aber nun gut. Das war meine Rückmeldung zu dieser Bahn. Und ich sag danke fürs Ansehen, Servus, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Stopp, stopp, stopp. Nein, habe die Statistiken schon gezeigt. Ich weiß es nicht. Ich schaue mir jetzt hier mal. Bodenlos, Werwolf, okay. Und Statistiken habe ich noch nicht hergezeigt, glaube ich. Sonst wird wieder gemeckert. So, könnt ihr euch alle durchlesen. G-Kräfte ist bissele. Aber okay. So, jetzt war es aber. Danke fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis nächstes Mal.